Das Helle vom Tegernsee, mal wieder ein Bier aus dem Supermarktregal, jetzt bei probiert.tv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiert.tv. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, ich hatte euch ja versprochen, dass ich hin und wieder mal Biere einflechten werde, die so ja, im Supermarkt zu haben sind und die vielleicht ein bisschen mainstreamiger sind als das, was ich hier sonst am Kanal habe. Und ein Bier, das ihr euch tatsächlich auch recht häufig gewünscht habt, ist das Tegernseer Hell aus dem herzöglich-bayerisch-Brauhaus vom Tegernsee. Herzöglich-bayerisches Brauhaus Tegernsee, genau, da habe ich es. Und 4,8 Volumenprozent Alkohol, 11 Grad Plato und ja, ein waschechtes bayerisches Helles, wie ich sagen würde. Bin sehr früh mit diesem Bier schon in Kontakt gekommen, noch lange vor meiner Bierkarriere. Meine ehemalige Firma hatte ein Schulungszentrum, ein sehr kleines, am Tegernsee, ein bisschen am Berg oben. Und es war Tradition, dass wenn wir dort unsere Meetings hatten, da dauerten immer so 3, 4, 5 Tage lang und am ersten Abend gab es immer ein Holzfass, was dann feierlich angeschlagen wurde. Wahrscheinlich war es auch nur ein Fass, was Holzmantel hatte, aber das war immer so Tradition eben vom Tegernseer Brauhaus, das zu trinken. Tegernseer Brauhaus auch oben auf der, na, wie kann man es sehen, Bottle Cap und dann schauen wir uns mal an, was da reingekommen ist oder was jetzt ins Glas kommt vielmehr. Wenn draußen Helles draufsteht, dann ist auch Helles drin. Das ist ein herrlich glanzfeines Bier, eine eher blässere goldene Farbe, weißer Schaum. Ja, schön intensiv jetzt auch durchs Einschenken, haftet mittelprächtig am Glas. Viel Kohlensäure auch im Glas selber und wie gesagt, kein Partikel, kein Hefe, nichts, was das Bier nur ansatzweise trüben könnte. Ja. So muss, glaube ich, dann tatsächlich ein bayerisches Helles sein. So richtig kräftig, brotiges Malz, leichte Hefenote. Da ist so ein dezenter metallischer Unterton. Aber wie gesagt, sonst ist das genauso, wie ich mir das vorstelle. In diesem Sinne, cheers! Auch im Trunk. Schönes brotiges Malz. Angenehme, leichte Hefenote. Dezente Süße bei dem Bier. Metallische Note ist eigentlich verschwunden. Minimale hefige Note auch. Ist jetzt nichts, wo ich sage, ah, das reißt mich komplett vom Sockel, aber ist sowas von grundsolide, sowas von bodenständig. Und das Bier ist ja tatsächlich, also auch tatsächlich hier in Wien, ein Gastroknaller. Kannst du in fast jedem Lokal hier in Wien haben, trinken die Leute gerade im Sommer aus der Flasche. Ich glaube, das kannst kästenweise verkaufen. Und liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach wirklich sehr unkompliziert ist, sehr einfach gut zu trinken. Ein bisschen was anderes als eben das heimische Märzen. Und ist vom Körper her, würde ich noch als schlank einstufen, tatsächlich am oberen Ende, aber schöne, angenehme, leicht spritzige, ansonsten eher feine, cremige Kohlensäure. Und es ist halt hinten im Finish auch, es bleibt angenehm malzig. Die Süße kommt ein bisschen mehr durch, parallel dazu ein bisschen mehr von diesem grasigen Hopfen. Es wird insgesamt ein bisschen trockener und auch die Bittere hängt ein bisschen danach. Und das ist eben gerade das, was wir vom österreichischen Märzen eben nicht kennen und möglicherweise deshalb auch ein der großen Erfolge hier im heimischen Gastromarkt. Das Tegernseer Hell aus dem herzöglich-bayerischen Brauhaus zu Tegernsee kommend
Und ja, ein wirklich bodenständiges, helles. Jetzt nichts, wo ich sage, reißt mich komplett vom Hocker. Aber es sind aus meiner Sicht grundsolide 3 von 5 möglichen Punkten für das Tegernseer Hell aus Bayern. Und wenn ihr ähnliche Biere kennt, die vielleicht jetzt nicht so kompliziert sind, aber Mörder-Gastro-Erfolge sind und trotzdem vielleicht ein bisschen abseits vom Mainstream sind, dann schreibt mir mal bei YouTube, Facebook, Blog oder auch Instagram und gebt mir eure Tipps, was ich mal vielleicht an dieser Stelle auf den Kanal bringen können. Wir können auch gerne über das Tegernseer diskutieren. Gibt es ja, glaube ich, mittlerweile nicht nur in Österreich im Land, sondern es hat auch seinen Weg in den hohen Norden Deutschlands gefunden. Also, glaube ich, überall tatsächlich ein großer Erfolg. Sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Danke, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei Probiertv. Bis dann. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.